Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Wir können versuchen, wenigstens die Gut zu retten. Er hat ja irgendwas. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Naja, inzwischen glaube ich das. Inzwischen glaube ich das. Auf jeden Fall. Also. Oh, das. Das. Das sind wieder Ratten. Da ist noch so ein Epi-Zeugs. So wichtiges zu erzählen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu kriegen, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Bewegt er sich oder bleibt er stehen? Ach, da ist er. Da sind die noch in Käfigen. Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Du kannst das Odorus auf Gegner schießen, um die Ratten zu ihm zu locken. Ja. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Dieses Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Hey! Und stillhält! Och komm! Ich muss sie irgendwie... Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Ich kriege euch. Darauf könnt ihr euch verlassen. Damit bin ich aber nicht zufrieden. Nein. Kleinen Scheißer. Ich weiß, was ihr wollt. Okay. Ja, das ist toll. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Verdammt. Ja, das habe ich jetzt. Das habe ich jetzt so verdient. Wer so böse ist. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden?
Hier ist jemand! Ach komm! Ich wollte ihm nur einen Gefallen tun. Falls für dich zu spät ist. Okay, wir haben eine neue Chance gekriegt. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Sieht ihr uns von da? Ich versuch's jetzt einfach mal, weil da liegt nämlich auch noch Kram. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Okay. Pass auf. Nochmal, Ganze. Hä? Hä? Sag mal. Ja. Ich muss sie irgendwie vom Licht weglocken. Guten Appetit. Sind sie noch hier? Schmecken. Das Ibisango ist die Käfige. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Okay, die beiden haben wir. Den einen haben wir. Den fiesen Kreuzritter da, was auch immer. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Der hat dann Feuer. Da steht ein Topf. Damit sollen wir wenigstens einen ablenken. Schon klar. Ah, warum? Wenn ich den jetzt mit dem Rattenzeug schmeiße, können die ihn wahrscheinlich nicht fressen, weil die Lampe da so eingestellt ist. Aber die ist eigentlich nur da in der Ecke, ne? Das ist die Frage. Also entweder können die da an ihm vorbei und ihn dann futtern. Nur den natürlich nicht, weil der am Lagerfeuer steht. Ich meine, versuchen können wir es mal. Wir haben ja was von dem Zeugs. Ich versuch's mal einmal. Vielleicht klappt's ja. Bloß das Doofe ist, die hören die Schleuder, ne? Weil die Schleuder doch relativ laut ist. Ich versuch's mal eben. Ich wurde angegriffen. Durchsucht die Umgebung. Wir werden sie finden. Da drüben! Ich hab sie gefunden! Wen haben wir denn da? Oh. kann man so viel Wut empfinden? Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, es geht nicht, weil die Lampe tatsächlich die Ratten auffällt. Er sagt, ich wurde angegriffen. Der andere hat es aber nicht gemerkt, bis er da so ein Terz gemacht hat. Also theoretisch könnte ich ihn den Helm abschlagen und das? Das wage ich zu bezweifeln. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Das hören beide. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Das hören und dann beide. Wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein... Hast du das gehört? Ich sehe nach. Wieso kommt der zu mir? Jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt reicht's. Danke.
Wie war das nochmal? Kill me once, shame on you. Kill me twice, shame on me. Nein, das ist nur abgewandt. Okay, so. Das haben wir. Die Karten können wir leider nicht benutzen. Och, dann kommt ihr kleinen Scheißer, ne? Natürlich. Hm. So, ich denke mir mal, wir müssen... Müssen wir da weiterhin? Da ist zu. Hier ist auch zu. Hier können wir irgendwo rüber. Da liegt was zum Ablenken. Naja, da hätten wir noch... Ach! Nee, warte mal. Dann hätte uns der doch gesehen. Okay, interessant. Ich glaube, da können wir die Ratten hinbringen. So, warte. Mach mal einmal so. Und wieso habe ich das jetzt gemacht? Gibt es hier mehrere Wege? Ich will jetzt nichts verpassen, weil wir vorhin schon mal irgendwie das nicht hingekriegt haben, ne? Was ist das denn hier? Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ein Karren der... Oh, ei, ei, ei. Okay. Ja, wie... Das ist aber riskant, oder? Geht da vielleicht sowas drauf? Luminosa? Geht das? Tatsächlich. Okay. Dann ist das hier optional. Okay. Das ist nämlich nicht immer ersichtlich, was optional ist und was nicht. Wow, ich lenke. Okay. Ja gut, das sind jetzt natürlich... Kann ich irgendwas machen? Die Wirkungsdauer ist schon mal nicht schlecht. Ich nehme den Gegner ab. Ich würde sagen, die Wirkdauer finde ich ganz gut. Die Munitionstasche... Das ist nur für die Geschosse, ne? Nee, dann würde ich sagen, die Wirkungsdauer. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Den Rest kann ich nicht nehmen. Dann machen wir davon noch was. Weil das Zeug ist echt gut. Das mal als Notbehelf, auch wenn es Leder kostet. Der Borant, das haben wir schon lange nicht mehr gebraucht. Mehr muss ich jetzt gar nicht und dann kann ich das halt alles mitnehmen. So. Pferdeschädel. Oh ja, das ist auch gut. Sehr schön. Dann haben wir wieder dieses Episangius. Da ist sonst nichts weiter und da kommen wir auch nicht... Oh Gott, da liegt noch einer. Gut, dann haben wir wenigstens noch was Optionales gefunden. Das ist nicht immer ersichtlich und ich glaube, wir kommen dann nicht mehr zurück bei der anderen Mauer. So, die haben immer noch Spaß. Gut, dann können wir jetzt hier rüber. Hey, du! Es brennt in mir drin! Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser! Oh nein, trink das nicht! Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Gut, jetzt nicht. Oh, das kann man sich gar nicht vorstellen, ey.
Na klar. Talis, der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Erreiche die Universität. Okay, ich sehe da Rattenkäfige. Weiter nach unten. Ich will mich erstmal kurz ein bisschen umsehen. Da ist überall Licht. Das kann man alles nicht mehr nehmen. Okay. Ja, ich meine, wie wäre es mal mit ein bisschen eigener Medizin? Könnte interessant werden, oder? Kann ich das auch von oben machen? Allerdings entlassen wir dann noch mehr von den Biestern, ne? Obwohl, hier lebt sowieso schon keiner mehr. Außer jetzt die Soldaten. Wo war das nochmal? War das in Spaceballs oder sowas? Kennt ihr das mit dem Wachsoldaten, der was mitbekommen hat und dann dreht er sich wieder um und tut so, als wenn er nichts gehört hätte? So kommt mir das jetzt gerade vor bei den anderen, die da rumstehen. Ja, okay, jetzt haben wir im Innenhof. Aber wir haben ein paar... Warte mal, selbst der da drüben beim Feuer nicht? Oh Gott. Naja, gut, okay. Dann holen wir uns mal den Rest der Bande. Wenn die uns alle den Rücken zudrehen, ja gut, mach das. So. Der steht ohne alles da. Vielleicht, warte mal. Ich habe eine Idee. Könnte vielleicht klappen. Wir schauen mal. Das muss man eben von nahen angucken. Ah, da ist noch was davor. Sehr gut. Das wird ein Spaß. Toll. Wie gut das wirkt, das Zeug. Mist. Können, es kam von dort. Ihr seid sowas von tot. Für ein Hiopai. Das interessiert die nicht. Ach, weil die auch keine Stufen hochlaufen, ne? Die laufen keine Stufen hoch. Verdammt, das hatte ich vergessen. Das hatte ich in der Tat vergessen. Aber ich habe seine Lampe gelöscht. Immerhin.
Rira rutscht da waren die Soldaten futsch, ja. Okay, das habe ich vergessen. Die laufen keine Treppen. Was schlecht für ihre Gesundheit ist, das sollten sie unbedingt tun, aber... okay. Das hatte ich ganz vergessen. Ich meine, ich muss da nicht lang. Oder? Ich muss an dem anderen, an den anderen beiden vorbei. Ja. Also gut. Das reicht. Schluss. Das finde ich auch. So, ja, dann haben sie es nicht gemerkt. Also wer nicht merkt, dass es die Rattenkäfige runtergefallen ist und dass die ganzen Kollegen tot sind, ne? Der hat ja selber Schuld. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Dass ich immer noch Mitleid mit denen habe. Beim Klingeln kommt hier die Überfall rein. Oh, schön. Vielen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen an alle Raider. Schön, mit dem Klingeln gibt es hier gleich einen Überfall. Das ist auch nice. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Was gab's bei euch? Endlich. Ja, noch sind wir nicht da. Ami ist ja ganz ruhig. Noch sind wir nicht da. Wir nehmen die Kutsche vom Großinquisitor. Oh, hier entlang, Großinquisitor. Was zum Teufel machen die da? Die sind schwer gepanzert. Zu riskant. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Eko. Erde und Eisenerz bewegen. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Ja, betet mal für ihn. Der kann's gebrauchen, der miese Kerl. Ei, das meint sie, da kommen wir nicht dran vorbei. Okay. Ich muss mich mal erstmal ein bisschen umgucken, kurz etwas orientieren. Durch den Haupteingang kommen wir da sowieso nicht rein, davon mal abgesehen. Ich sage, wir nehmen uns die Kutsche. Wir nehmen uns die Kutsche und weiß ich auch nicht. Ja, damit ist Hugo nicht geholfen. Bloß da kommen wir auch nirgendwo rein. Da geht es auch nicht weiter. Ich glaube, wir müssen da, wo die anderen beiden eben gerade hergekommen sind, da müssen wir weiter, ne? Irgendwie versuchen, einen Seiteneingang zu finden oder so. Das ist am wahrscheinlichsten. Oh, mit dem Käfig da hinten dran noch. Das ist sowas von geschmacklos. Guck mal, wo die anderen liegen. Die stehen da. Aber da sind auch sehr viele Sachen, habe ich gerade gesehen. Wie dunkel ist es denn da bei denen, hm?
Von denen hat nur einer einen Helm auf. Hier an der Seite rein. Ich sag mal so, wir könnten die beiden versuchen, also da, wir könnten versuchen, da ranzukommen, aber ganz ehrlich, ich würde sagen, wir verbrauchen mindestens das, es sei denn, da ist irgendwas. Lohnt es sich? Da ist irgendwas. Es ist Loot. Also das, wo der mit dem Helm vorsteht, der mit der Pike da, das scheint was anderes zu sein als regulärer Loot. Also würde ich sagen, es ist wahrscheinlich eine Kuriosität. Also ja, komm. Okay, pass auf. Zuerst den Helmtypen. Ich hoffe, wir sind weit genug weg, dass die anderen beiden uns nicht bemerken. Peitschen! Was war da? Wachen! Eindringlinge! Das sei da! Shit! Gott sei Dank! Hui! Mann, Amicia, du bist wirklich gut mit der Schleuder. Ich wusste es. Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Es sind Schachfiguren. Aha, sehr gut. Okay, das ist ein Geschenk. Ein Schachspiel aus Massivholz. Dieses Spiel wurde während des Mittelalters immer populärer. Zuerst nur unter den Adligen, später auch in allen anderen Gesellschaftsschichten. Um die Entstehung des Spiels ranken sich viele Mythen. Die allererste Version soll zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert in Asien entstanden sein und sich im Nahen Osten weiterentwickelt haben. Als es sich schließlich im 10. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand, im 10. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand, soll sich die jetzige Version herausgebildet haben. Schach, sehr schön. Ich wünschte, ich könnte so mit einer Schleuder umgehen, so schnell und zielgenau. Ja, ja, ja. Vor allen Dingen jetzt so auf den letzten Rest. Okay, und wir können jetzt durch den Seiteneingang. Also bitte kein Mitleid haben mit den Soldaten, die haben uns schon ein paar Mal ohne Mitleid einfach so. Errungenschaft im Schatten des Walds.